Ja, Marken sind ja wirklich etwas, was euch in eurem Leben permanent umgibt. Ne? Getränke, Bekleidung, Telefone. Überall gibt es Marken. Aber wie baut man eigentlich eine erfolgreiche Marke auf? Naja, eine erfolgreiche Marke aufzubauen, das ist in etwa so wie auf einer Party neue Freunde zu gewinnen. Überlegt euch mal, ihr kommt bei einer Party rein, ganz viele Leute, ihr kennt keinen und plötzlich trefft ihr da hinten jemanden, fängt an miteinander zu reden und sagt, hallo, ich bin Carsten, hey, ich bin Tom und ihr lernt Tom kennen. Ne? Ihr lernt Tom kennen, wisst, dass er sich für Eishockey und Fußball interessiert, gern nach Kanada in Urlaub fahrt. Ihr seid euch irgendwie sympathisch, redet miteinander und habt einen richtig coolen Abend zusammen. Naja, zwei Wochen später, wieder Party. 100 Leute, wieder kennt ihr keinen, aber Tom ist da. Also was passiert? Ihr fangt sofort wahrscheinlich wieder an, mit Tom zu reden über Fußball, Eishockey, Kanada, fängt an, ihn vielleicht ein bisschen zu ärgern, weil sein Fußballteam gerade mal wieder verloren hat. Und eine Marke, die funktioniert eigentlich genauso. Eine Marke funktioniert nämlich genauso, dass ihr einem Produkt oder einer Dienstleistung eine Persönlichkeit mitgebt, so ähnlich wie Tom für euch eine Persönlichkeit gibt. Und was gehört dazu? Naja, wir reden dann immer im Marketing so gerne von der sogenannten Brand Equity. Die Brand Equity ist der Wert oder die Stärke einer Marke. Und was macht diesen Wert und diese Stärke aus? Zum ersten Mal, wie bei Tom natürlich auch, die Brand Awareness. Die Brand Awareness ist einfach die Tatsache, dass ihr eine Marke kennt. Aber kennen reicht natürlich auch noch nicht. Ihr redet mit Tom ja auch nur, weil ihr ihn gern mögt. Ja? Also weil er euch sympathisch ist. Und dieses Mögen nennen wir bei der Marke auch das sogenannte Brand Image. Das Brand Image ist wichtig für eine Marke, dass ihr ein Produkt haben wollt, dass ihr ein Produkt kaufen wollt. So ähnlich wie es wichtig dafür ist, dass ihr mit Tom eben auch reden wollt. Naja, und mit Tom baut ihr vielleicht irgendwann nochmal eine Freundschaft auf, weil ihr gleiche Interessen habt. Und mit einer Marke kann man genauso eine Freundschaft, genauso eine Beziehung aufbauen. Wir nennen sie dann Brand Relationship. Und das führt dann eben dazu, dass ihr immer wieder die Produkte einer bestimmten Marke kauft und diese Marke vielleicht auch euren Freunden immer weiterempfehlt und sagt, wie toll und zufrieden ihr damit eigentlich seid. So funktioniert Marke und so sind Marke und Freunde gewinnen eigentlich was ziemlich Ähnliches.